Servus und herzlich willkommen bei Bock auf Holz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe einen riesen Backerl und vor allem ein sauschweres Backerl von Matthias vom Kanal Marbe Kunsthandwerk bekommen. Und was da jetzt drin ist, das schauen wir uns jetzt an. Erstmal das Backerl da loswerden. Schau mal rein in das gute Päckchen. Das ist geil, Leute. Ich packe das schnell aus und dann schauen wir uns das genau an. Da liegt jetzt das ganze Holz und Matthias, vielen herzlichen Dank. Es ist so krass, so viel verschiedenes, geiles Massivholz. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Massivholz und vor allem nicht so verschiedenes. Also vielen lieben Dank für dieses riesentolle, geile Paket. Und damit ihr jetzt wisst, was mir der Matthias da alles zugekommen hat und vor allem welchen Wert diese einzelnen Stücke haben, schauen wir uns das Ganze an. Den Wert blende ich euch dazu immer passend ein. Und jetzt fahren wir einfach von mir links gesehen nach rechts hier rüben an. Und was haben wir hier Schönes? Ja, hier hat er mir einfach mal Buche mitgeschickt. Richtig cool, also schaut recht schön aus. Da freue ich mich schon, was drauf zu machen. Dann, aus manch anderen Kanälen kennt man ja diesen Begriff, Esche. Also hier, um genau zu sein, amerikanische Esche. Auch ein richtig schönes und vor allem echt schweres Holz. Richtig krass. Dann, dass das Ganze nicht nur genug ist, dass ich das, ich sag jetzt mal, in Natur bekommen habe. Nee, da hat er mir das Ganze auch nochmal in thermisch behandelt gegeben. Und Leute, ich habe noch nie was davon gehört, dass es thermisch behandeltes Holz gibt, aber gut. Und das schaut auch geil. Also hier Buche thermisch behandelt, schaut richtig nice aus. Also da kann ich mir vorstellen, wenn man irgendwas baut, was man mal so Kontrast haben möchte. Also ich sage jetzt mal Esche mit dem dunklen Holz in Kontrast. Gleich ziemlich geil, Leute. Dann könnte ich natürlich auch, um bei Esche zu bleiben, das thermisch behandelte Esche hernehmen. Aber ich glaube, das würde ich mit Buche mischen. Aber auch hier einfach noch dieses thermische, auch das dunkle Braun, finde ich richtig geil. Und jetzt muss ich einfach sagen, Matthias, vielen Dank für die geilen Holzer, die du mir jetzt noch geschickt hast. Da haben wir zum einen hier das Mahagoni, einmal weißes Mahagoni, super cool. Wusste ich gar nicht, dass das gibt. Also ich kenne halt Mahagoni genauso, wie es jetzt hier liegt. So eher als das rotstichige, aber dass das auch in weiß gibt, wusste ich nicht. Auf jeden Fall dafür schon mal vielen lieben Dank für das schöne Mahagoni-Holz. Dann, wer seinen Kanal verfolgt, der weiß, er liebt Zebrano-Holz. Sogar davon hat er mir ein bisschen was mitgegeben. Das ist einfach auch cool. Also Leute, schaut euch mal die Maserung an. Der schaut so cool aus. Ist einfach oh, cool. Also, da freue ich mich auch schon, irgendwas draus zu machen. Das wird auf ein richtig schönes Holz. Und dann, Matthias, tut mir leid, dass ich das sage, aber du hast doch einen Vogel, Alter. Du kannst mir doch nicht so ein Holz geben. Also Leute, ich bin einfach sprachlos. Ihr wisst nicht, was er mir noch mitgegeben hat. Wer sich mit Holz auskennt, hat es vielleicht schon erkannt. Für die, die genauso, ich sag mal, sich mit Holz noch beschäftigen müssen, das ist Teak, Leute. Das ist einfach fucking Teak. Das ist so geil. Er hat in seinem Video gesagt, er hat das seit 40 Jahren im Tresor flacken und er schickt mir da halt einfach so ein richtig schönes Stück Teak. Also ich habe das Gefühl, das bleibt bei mir einfach genauso lang im Tresor flacken, weil viel zu viel Schiss, dass ich das geile Holz versnudel. Also Alter, das ist Hammer. Matthias, vielen lieben Dank auch für diese geile Gabe an Holz. Generell, Matthias, ich danke dir nochmal richtig herzlich für dieses ganze geile Holz, was du mir zukommen hast lassen. Ja, und wer Marbo von euch jetzt noch nicht kennt, na dann holst du das ganz schnell nach. Natürlich verlinke ich euch einmal hier oben seinen Kanal, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung findet ihr das Ganze auch. Ja, und ich sage jetzt einfach nur, macht es gut, bis zum nächsten Mal, weil ich muss jetzt einfach noch ein bisschen in dem Holz hier schwelgen. Tut mir leid, Leute, aber oh, das ist so geil, so geil. Macht es gut, tschüssi.